Jo. Ja, das geht. Heute bin ich mal in Berlin. Wetter ist ja mal wieder 1A. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinlaufe. Ich bin hier beim Lütisloh Platz jetzt. Ich laufe jetzt mal wieder anderthalb Stunden rum. Dann gehe ich wieder zurück. Ja, dieser Wetter ist mir wieder schön bewölkt. Ich hatte die Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird, egal. Irgendwas kriegen wir schon wieder hin. Irgendwelche paar geile Fotos. Ah ja, und ich bin wieder mit dem 70-200 schon unterwegs. Grüße genauso in meinem Prof. Machen wir das so wie beim letzten Mal, dass ich die Fotos, die ich schon irgendwie zwischendurch gemacht habe, einfach jetzt zwischendurch einblende. Ich glaube, das ist ganz cool. Vor allem, wenn ich immer nur so kurze Zeit habe, ne? Weil manchmal ist eine Stunde echt wenig. Oh. Da muss man halt irgendwie ein bisschen das voll kriegen. Das war ja in Paris auch so. Dass ich da ja nicht ganz so viel Zeit hatte. Ich das ja dann gestreckt habe mit den anderen Bildern. Und ich sehe gerade, da hinten ist ein cooles Auto. Ferrari? Der Ferrari. Nehmen wir den nochmal mit. Mal als Einstieg hier direkt. Ferrari. Wir müssen ein bisschen unterbelichten. Immer noch zu hell. So. Übung, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet, aber ich muss ein bisschen unterbelichten, weil das nicht so extrem überbelichtet ist. Ich kann immer besser unterbelichten als überbelichten. Bei solchen Sachen, weil er nämlich, also wenn die natürlich so eingestellt ist, ist sie halt optimal belichten soll die Kamera. Also ich bin ja meistens wenn ich jetzt so wie jetzt unterwegs bin, bin ich ja meistens auf Shutter-Priorisierung unterwegs. Und das, manchmal hat man ja diese Momente nur ganz kurz. Und dann belichte ich lieber ein bisschen. Ne, ich bin sogar auf manuell. Dann belichte ich halt lieber ein bisschen runter, dass man ein bisschen mehr Details rettet. Wenn es überbelichtet ist, ist es ausgebrannt und ist weg. Das ist nicht cool. So ein leichtes Sneak Peek mäßig. If you know what I mean. Na, guck mal, da geht nämlich schon ISO auf 8000 hoch. Das wollen wir nicht. So. Das sollte jetzt noch reichen. Machen wir das noch mal F5, F6. Nehmen wir die auch noch mal mit. Machen wir heute mal ein bisschen hier mehr Motorräder, Autos und. Oh mein Gott. Und ist scharf. Der ist auch relativ scharf. Ein bisschen editieren. Dass er da so in der Mitte läuft. Ja, das passt. Nehmen wir. Krasser Shit wäre mit, wenn er jetzt noch hier wieder das Weiße überbelichtet. Ein bisschen unterbelichten. Hab ein bisschen mehr Details. Hab. Einfach so. Ja, du löst Ultraprobleme, wäre es natürlich so mit der Sonne wie in Paris. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt es aus. Ja. Das war einfach, der Sonnenaufgang war einfach episch. Achso, das Fahrrad. Das Fahrrad da drüben an dem Baum. Könnte auch cool aussehen. Müssen wir aber, glaube ich, mehr hochkant machen. So, mit dem Baum. Ähm,
Ja, wo wir stehen geblieben, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir reden jetzt mal über die Einstellung von der Kamera. Also meistens dieser Shutter-Priorisierung, einfach weil ich den Shutter einstellen kann, weil ich weiß, okay, mit 1 zu 125, 1 zu 60, 1 zu 200 kriege ich es meistens hin. Wenn ich natürlich merke, okay, es wird jetzt ein schnelles Objekt sein, dann muss ich nochmal die Belichtungszeit verkürzen, ziehe die dann einfach schnell hoch. Also hiermit, ich habe den ja immer hier beim Auslöser, habe ich also, kann man so einstellen. Und dann mache ich einfach, wie man jetzt sieht, bin ich schon bei 640. Also das ist wirklich, geht fix. ISO lasse ich auch immer auf Auto. Das ist mir egal, dieses ISO 100, ISO 200, erst dann sind die Bilder gut, alles darüber ist scheiße. Ist Bullshit. Weil ist das Bild zu dunkel, hast du kein Bild oder unscharf. Ist das Bild scheiße. Darum ISO ruhig. Du kannst ISO ja auch begrenzen. Und dann stelle ich das auch so ein. Ja, der Shutter-Priorisierung, wenn ich jetzt merke, okay, das Bild ist zu hell. Das zeigt mir die Zebra-Anzeige an. Das ist ja auch schon ein Display. Dann stelle ich es halt nochmal hier mit der Belichtungskorrektur nochmal ein. Und wenn ich da wirklich Zeit habe und ich weiß, okay, jetzt kann ich mir wirklich Ruhe lassen, wie zum Beispiel hier, sehr wahrscheinlich. Ich lasse das Auto einmal durch, dann gehe ich da gleich mal hin. Dann stehe ich jetzt auf manuell, wie jetzt zum Beispiel auch. Ja, jetzt weiß ich, okay, ich will da hinten das Haus fotografieren. Das ist also die Kirche. Kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. Stellen die Blende ein bisschen auf 4 oder so, dass ich ein bisschen mehr Schärfe drin habe. 1 zu 100 sollte locker reichen. Wir nehmen dann hier unten diese Linie, die hier ist. Und zack. Jetzt der Himmel zum Beispiel noch nicht ausgebrannt, aber die könnte man noch ein bisschen runterdrehen. Und da noch ein bisschen mehr Details drin. Ja, dann haben wir den Shot. Und ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ach, vielleicht. Wait. Kriegen wir das vielleicht hin, wenn wir den da. Ach scheiße, den wir da rauszoomen sollen. Das Auto ist zu groß, das kann ich nicht nehmen. Da der hintere. Ah, guck mal. Aber der Baum ist hier richtig schön drin. Wenn wir ein bisschen auf die Brücke mehr ranzoomen, da haben wir die Bäume hier im Vordergrund. Ein bisschen unterbelichten, weil wir sehen wieder, oben ist alles ausgebrannt. Was ist das hier? Ist das ein Hotel? Restaurant? Sieht auf jeden Fall so aus. Ach, ein Steakhouse ist das. Cool. Oder Grill. Da mit den. Oh, die Lampen da oben bewegen sich ein bisschen, aber der Grill mit den Orgeln da. Ich bin an einem Ort, wo ich mir denke, so, da wäre ich so in Irren gelatscht. Aber jetzt bin ich hier. Ich war gerade überlegen, hier diese Holzdinger hier zu nehmen. Also als Leading Line. Von hier hinten aus vielleicht. Oh, ist das windig. Von hier hinten aus so. Die ganzen Bäume davor, die Roller sind davor, die kann ich nicht alle verstellen. Ich hätte geplant, dass man die Dinger so. Oh, Scheiße. So, bevor ich nämlich mein. Das mache ich auch manchmal. Bevor ich ein Objektiv wechsle, benutze euer Handy. Und dann seht ihr hier, also beim iPhone ist es zumindest so, okay, 26 mm. Weiß ich ungefähr, dass es 26 mm. Dann kann ich mal so ein bisschen gucken, ob ich hier so ein geiles Framing da finde, bevor ich jetzt zum Beispiel aufs 24 mm wechsle. Das sieht schon ganz gut aus. Weil jetzt habe ich nämlich nicht so Lust, immer wechseln. Bevor ich das mache und mich dann aufrege, dass es nicht funktioniert. Hier vielleicht so? Mit dem. Wie sind das hier? Keine Ahnung.
können wir ja mit dem 70 mm klappen. Hier so mit dem 24 mm, das könnte klappen. So, komm, wir haben ein Framing. So, dann sieht das ein bisschen besser. Hier haben wir so ein leichtes Framing mit der Kirche. Ja, so zwischen den Büschen. Ah, vielleicht mit der Spiegelung hier noch. Hier haben wir noch eine Spiegelung. Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Haben wir leider. Aber hier ist ein bisschen. Da ist ein bisschen. Ein bisschen, was haben wir hier? Ein ganz bisschen. So mit den Bäumen. Haben wir noch ein bisschen was im Vordergrund. Links, rechts die Bäume als Framing. Das durchsneaken. Ach komm, hier den Turm. Hey, nochmal extremes Framing. Oh, eine Ente. Ampel. Ich wollte noch die Ampel fotografieren, fällt gerade ein. So, kriegen wir eine Spiegelung. Ah, knapp. Da habe ich fast nichts zum Zuschneiden. Aber in Zeiten von Photoshop 2024 oder Photoshop 24 mit AI und so, so das heutzutage alles kann ich. Oh, Angry Bird! Angry Bird? Ich weiß nicht, warum der hier so rumsteht. Ich glaube, weil er kaputt ist. Aber den Schnuller will ich so einmal im Detail aufnehmen. Wenn er jetzt machen würde. Jetzt rein. Da wechseln wir auch noch mal hin. Das Gebäude sieht cool aus. So, jetzt muss ich nur noch auf dem Auto warten. Komm, schneller. Das Gebäude. Ich glaube, das habe ich schon mal zu der Zwecken, wo mir das mal gezeigt bei Blender, also beim Blender-Unterricht. Und zwar, ich glaube, Function follows Design oder Design follows Function. Kleine Lehrstunde, also Function follows Design bedeutet halt, dass die Funktion dem Design folgt. Also Design hat Vorrang oder Design follows Function. Genau andersrum, also die Funktion erstmal wichtig ist, bevor dem Design oder das Design wichtiger ist. Und hier ist ja eindeutig dann die Funktion wichtiger, weil das Design hier eher relativ langweiliger ist. Weil ja hier einfach ein viereckiges Haus ist. Zum Beispiel das Spitze da, das rechts da, das ist immer was anderes. Da hast du halt mehr Design, ist aber blöd, weil du da. Viel Platz verlierst durch die Schrägen und durchs Dreieck und sowas. Das haben wir mal geguckt mit dem Handy nach einer coolen Perspektive. Das meine ich also, bevor ich mal wechsel, nehme ich mir erstmal das Handy. Aber das habe ich immer griffbereit. Also mal wechseln auf 24 mm. Ich glaube, ich bleibe jetzt bei 24 mm. Zu gucken. Beide. Diese drei so. Dann machen wir mal ein bisschen unterbelichten. Ich weiß, ihr seht das jetzt gerade nicht, aber ich fotografiere gerade nach oben.
Ich krieg auch ein. Ja, aber ein cooles Foto. Ich sehe nämlich gerade die Säule hier oben, die ist hier am Spiegeln. Guck mal, nur ein Auto. Gib mir doch ein Auto. So. Dann laut noch mal ein bisschen Spiegelung mit rein. So vielleicht ein bisschen. Ja, kommen die Sachen schon langsam näher. Das können wir heute Abend auch noch mal fotografieren. Irgendwie baue ich eine Leading Line. Ja. Nehmen wir so. Dann machen wir in der Mitte das Ding weg. Ja. Ich weiß, am Ende war ich jetzt gerade ein bisschen still, weil ich mich so konzentriert habe. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Aber guck mal, hier unten in dem anderen Fotos machen können. Bei uns aber mit Ski. Ja, egal. Oder ihr auch. Seht gerade da links überall. Egal. Ich hätte. Oh, hätte man auch Fotos machen können, aber ich hätte nicht mehr so viel Zeit. Ich will auch nach Hause, ich habe Hunger. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Wie gesagt, die anderen Bilder, die habe ich noch zwischendurch eingeblendet. Da, wo ich noch ein bisschen gelabert habe. Weißt du, wie viel Symmetrie gerade. Oh, vielleicht gehe ich heute Abend noch mal hin. Dann werde ich nochmal einblenden oder sowas. Vielleicht mache ich noch eine Slideshow am Ende. Kommt noch an. Oder ich packe die irgendwo mit rein, wenn ich coole Bilder noch bekommen habe. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und haut rein. Ah ja, checkt gerne noch Instagram ab. Da sind immer noch mehr Bilder. Könnt ihr noch mehr angucken, sowas. Ja. So, das ist ein Sonntag. Haut rein.